gutes Paar, diese Kawaii und Nord zusammen. Ne? Ja, hi, der Jan hier von Music and Stuff. Wir sind heute beim Udo Lindenberg-Konzert in Berlin und netterweise hat sich der Keyboarder Jean-Jacques Kravetz kurz Zeit für uns genommen, uns mal zu erklären, mit welchem Equipment er hier die aktuelle Tour spielt. Mhm. Hi, wie geht's dir? Ja, mir geht's blendend und wir haben gerade Soundcheck gemacht und das stimmt ja alles. Im Stadion ist ja immer alles ein bisschen anders. Aber wir haben so ein gutes technisches Team, die ganze Pulte digital sind alle programmiert und wir müssen endlich nur korrigieren. Und das haben wir. Und mein Equipment ist ja im Grunde genommen, ich bin endlich groß geworden mit Saxophon als Musiklehrer. Dann habe ich später mit Klavier angefangen und ab 1970 habe ich meine erste Band, Frampi, damals, der also richtig erfolgreich war. Und da habe ich meine Hammond-Orgel gehabt. Und in 2015 ist hier ein Orgel auf den Markt gekommen von Klavier, der Nord C2D. Das ist der neueste Modell, der unfassbar gleich digital gebaut wie der B3, wie ein echter B3, den ich auch habe. Und deshalb fühle ich mich auch sehr komfortabel damit. Der hat ja so viele Möglichkeiten und wenn man das innerhalb der Band hört, merkt man kaum einen Unterschied. Okay, ist das dann auch für dich so, dass du jeden Tag einfach den gleichen Sound hast und so einfach von der Einfachheit, dass nicht so viel kaputt geht und so einfach leichter? Nee, die sind nicht programmiert, sondern ich habe einfach die Live-Orgel wie ein B3 und der wird ja so, oben spiele ich die Heavy-Sachen in der oberen Manual, die ganz harte Sachen. Und die Perkussive sein und dann für die Soft Sound. Da habe ich meine Einstellung, weil es ist genau wie gesagt wie der B3. Ja? Das ist dieses Part hier und dieser Part, das ist für unten. Die kann ich regeln, das sind Soft. Und das ist hier Voll Power. Ja? Und das ist ja so wie gesagt, wie Vibrato, also dass der B3 Vibrato und dann die ganze Percussion ist auch am Start. Und also es ist unglaublich schön. Also kann ich nur sagen. Und das wiegt ja, das ist ja das Problem, ist immer ein B3 ist sehr teuer, zweites ist nicht unbedingt für Transport gedacht und für kleine und mittlere Bands und mittlerweile auch große Bands, die ist so eine Orgel, digitale Orgel, diese Nord C2D einfach muss man haben eigentlich. Ja. Es gibt viele von Korg und es gibt, die habe ich alle gespielt, aber keine gibt so viel wie der. Ja. Okay, cool. Und wie machst du das dann mit dem Sound? Hast du hier noch quasi Sound aus dem Monitor oder kriegst du alles nur noch auf dem Kopfhörer? Ich habe, also jeder von uns hat ja von der Monitor, wir haben einen Monitormann, der nur für die Bänder ist und jeder hat seinen individuellen Sound. Und ich habe eigentlich, aber ich, früher war es nicht möglich, weil das immer mit Monitor, mit zwei Wege oder drei Wege oder vier Wege, jetzt hat jeder seinen Weg. Das heißt, ich habe bei mir sozusagen wie eine Live-CD klingen das. Ich habe alles inklusive Chöre und ich habe ein Mikro da am Klavier, der nur mit der Monitor macht und wenn irgendwann wir ein Stück merken, die Stimme von Udo ist zu laut oder ein Gitarrist ist zu laut, dann kann ich sofort klick, hier Matthias, kannst du mal die Stimme leiser machen oder lauter. Okay. Aber so diesen Druck oder so von Lautsprechern vermisst du nicht? Nee, die habe ich dir richtig automatisch auch. Ich habe schon einen sehr powerlichen Sound und ich kenne gerade ich als Pianist und mit Keyboards, wegen Frequenz kenne ich also nicht alles voll druckvoll, sondern ist ja ein bisschen schlanker wie draußen, ja. Aber das ist genau richtig für mich. Okay. Und weil du sagst, du findest jetzt gerade dieses Klaviermodell sehr gut, hast du vorher schon Erfahrungen mit Klavier gemacht oder wie bist du auf die Marke gekommen? Ja, ich bin ja, also der Martin Pohl kenne ich schon seit sehr, sehr lange und wir arbeiten zusammen seit einigen Jahren. Also ich habe ja der Stage natürlich auch, das ist der Master Keyboard, mit der wirklich alles kann. Und da muss man nicht viel drüber sagen, weil mittlerweile braucht man nur im Fernsehen gucken, wer oder egal ob die mittlere Band oder kleine Band oder die ganz große, ob Toto oder wie die alle heißen, es gibt keine Band, der nicht mindestens eine rote Keyboard auf die Bühne hat. Ja. Weil das ist einfach da, ich bin ja selber kein Techniker, aber wenn jemand mir ein neues Keyboard, es gibt so viele, ne, ob Yamaha, Roland oder wie die alle heißen,
Und mir interessiert nicht, ob welche technische Eigenschaft ja, sondern ich muss die, wenn die Klänge stimmen, wenn die Sound stimmen, wenn die Sample stimmen und wenn die Spieltechnik stimmt, dann ist ja alles damit getan. Ne? Und wahrscheinlich auch das Tastaturgefühl. Tastaturgefühl ist sehr, sehr gut. Ne? Ich benutze natürlich live, weil ich da teilweise ein paar Songs, die ich mit Udo alleine spiele, ob im Stadion oder so, da brauche ich diese MP11 oder die MP-Serie von Kawai, die ich schon seit ewig spiele, weil der ganz, also das ist, kommt sehr nah an den Flügel, sehr okay. nah an den Flügel. Der Piano von Nord, von Klavier, ist ein fantastischer Sample, ideal für Bands mit mehreren Gitarristen und alles und als Masterkeyboard, weil dann ist alles wunderbar, sehr transparent. Aber wie gesagt, ich brauche beide, weil okay. jeder hat seine Charakteristik. Die Tastatur von der MP11, die hier ist, die ist für mich ideal für Klavier und so weiter und so fort. Okay, das ist also quasi dein Klaviersound und das hier dein Orgelsound. Ja. Die meisten, viele, die von Keyboard kommen, beziehen lieber der Klavier, das ist Geschmackssache, jeder hat einen anderen Anschlag. Aber die Samples von, die ganze Piano-Sounds von der Klavier sind fantastisch. Also speziell, wenn man eine Big Band hat und alles, weil da, dann hört man, weil das Problem ist, wenn ich kann nicht mit der Kawai zum Beispiel bestimmte Songs, da muss ich der unheimlich lang machen, sonst die Bässe. Da wird das Klavier nicht mehr hörbar, weil verschwindet die Frequenz, die Bassfrequenz, wenn das dick ist, verschwindet mit den Gitarren und der ja. Bass und alles. Deswegen, also das ist ein gutes Paar, diese Kawai und Nord zusammen. Ja. Okay, ja dann vielen Dank schon mal für deine Zeit und wir sehen uns nachher noch beim Interview in gemütlicher Runde sozusagen. Genau. Bis dann. Alles klar.